Moin, ich heiße Quentin de Beck und das Instrument, das ich spiele, heißt ein Oboe. Ich meine, das ist ungefähr 16 Jahre lang. Und ich habe angefangen, als ich ein Konzert war, so ziemlich jung, ich meine 8 Jahre. Dann habe ich so ein kleines Quintett hören, mit 5 verschiedenen Instrumenten, die haben Peter und der Wolf gespielt. Und die haben ein ganz interessantes Thema gespielt, den Oboe, wird dann das Thema von der Int. Demals fand ich das ganz witzig, weil ich effektiv gedacht den Oboe klingt ein bisschen wie ein Int. Ich erkläre euch ein bisschen mehr über das Instrument. Den Oboe ist ein Holzblasinstrument. Wie war das? Weil wir hier auf der Spitze spielen wir durch ein Stück Holz. Das ist aber auch ganz da an der Familie mit dem Fagott, weil wir hier zwei Stück Holz, die wir zusammenbauen. Die schönen glänzenden Knöpfe, die ihr hier seht, sind Schlüssel genannt. Die sind ganz wichtig, wie eben die verschiedenen Töne zu greifen. Wenn ich so drücke oder so, möchte ich einen anderen Ton. Wenn euch das Instrument interessiert, könnt ihr mich ganz gerne kontaktieren und ich gebe euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Für den Schluss spielen wir euch noch etwas Schönes.